Metallgeiger David Garrett, 37, Garrett vs. Paganini, meldet sich nach seiner krankheitsbedingten Auszeit zurück. Auf YouTube postete der gebürtige Aachener ein Video, in dem er erst erklärt, dass er sich wegen Rückenproblem so lange nicht gemeldet habe. Danach bedankt er sich für die große Unterstützung der Fans. Ich fühle mich schon viel besser. Und dann kommt er zum freudigen Höhepunkt für alle, die den Musiker gern wieder auf der Bühne sehen wollen. Die Ärzte haben grünes Licht gegeben, dass ich sehr, sehr bald wieder auftreten kann. Mitte September, freut sich Garrett. Gleichzeitig bedankt er sich auch bei seinen beruflichen Partnern, die sehr verständnisvoll und perfekt mit der Situation umgegangen seien. Ich kann es kaum erwarten, euch alle in Kürze wiederzusehen und wundervolle Musik für euch zu machen, schließt er seine Nachricht an die Fans. Konkret startet die Tour laut seiner Homepage am 13. September in Bukarest, Rumänien. Seinen letzten Auftritt wird er am 7. November im mexikanischen Monterrey haben. Ein Auftritt in Deutschland ist nicht geplant. Seit Ende Januar dieses Jahres musste der Musiker sämtliche Auftritte aufgrund eines akuten Bandscheibenvorfalls absagen.